Ja, hallo, liebe Blaulicht- und Technikbegeisterte für Ostprodukte. Heute wollen wir uns mal mit diesem schmucken Teil hier beschäftigen. Ja, manch einer, gerade von der älteren Generation, wird das noch kennen. Ja, obwohl diese Feldfernsprecher in verschiedenen Formen, Ausführungen und so weiter und so fort. Gibt es eigentlich in jeder Armee. Aber das hier, das ist der FF63, wie er unter anderem bei der ehemaligen Nationalen Volksarmee, bei den Grenztruppen, bei der Zivilverteidigung der DDR und anderen Organen oder bewaffneten Organen in der ehemaligen DDR verwendet wurde. Ja, warum machen wir das? Nicht einfach, um zu zeigen, hurra, wir haben so ein Ding. Also wir haben ja nicht bloß Ehen, wir haben ja... Da ist noch eine, der muss allerdings noch repariert werden. Und hier hinten steht noch eine, dazu kommen wir noch. Ja, worum geht es in diesem Video? Wir werden ganz kurz mal die Geschichte von Feldfernsprechern anreißen. Ist ja nicht so, das ist ja keine Erfindung der NVA gewesen oder der DDR oder sonst irgendwas. Feldfernsprecher gibt es schon seit Anno Dunnemals. Dazu kommen wir noch. Dann wollen wir mal einen Kauftipp, also für Interessierte, die sich so ein Ding zulegen wollen, vom Prinzip her abgeben. Funktionsweise, wie man zwei Feldfernsprecher miteinander verkabeln kann, ja, und als krönenden Abschluss, wie der Feldfernsprecher an ein Telefonnetz angeschlossen werden kann. Also, dann fangen wir mal an. So, dann kommen wir als erstes mal zur generellen Geschichte der Entstehung von Feldfernsprechern, die ja speziell für den militärischen Bereich hergestellt wurden. Wir haben dazu mal so eine kleine PowerPoint-Präsentation erstellt. Die Geschichte und Entstehung von Feldfernsprechern beginnt im Jahr 1879, als Wilhelm Emil Fein ein Patent für ein Telefon erhielt mit einer Induktion. 1895 erhielt er gleichfalls ein Patent für ein militärisch genutztes Feldtelefon. 1896 führte das deutsche Heer den Patrouillenapparat als Feldfernsprecher ein. Von 1905 bis 1918 benutzte das deutsche Heer den Armeefernsprecher. 1916 wurde durch die Firma Siemens & Halske der Feldfernsprecher 16
in einer kastenförmigen Holzkonstruktion. Tja, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen mit der Geschichte Feldfernsprecher bisschen ins Detail gegangen sind, zu den technischen Einsatzmöglichkeiten generell von Feldfernsprechern, aber jetzt speziell mal auf den FF63, kommen wir jetzt einfach mal zu der Vorstellung. Wir gehen über den Trödelmarkt, wollen uns so ein FF63 besorgen. Worauf ist da zu achten? Oder worauf sollte man achten? Ja, schön ist natürlich, wenn man zwei Stück davon kriegt. Weil einer alleine, gut, sieht zwar schicki aus, irgendwo im Regal. Man kann damit so ein bisschen rumklingeln. Ja, aber bringt keine großen Punkte. Ja, wichtigste ist natürlich, außen das Gehäuse sollte möglichst ohne irgendwelche Kratzer, Sprünge und so weiter sein. Ich muss immer dazu sagen, vor Jahren wollte keiner so richtig die Dinger haben. Warum auch immer. Also wir haben damals, ich glaube, 5, lass es für beide 12 Euro gewesen sein, haben wir bezahlt. Ja, heute sind die Preise alleine für Ehen, das liegt so zwischen, ich sag mal jetzt, 35 bis teilweise hoch 100 Euro. Ja, das kommt immer auf den Anbieter drauf an. Wir wollen uns hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, also pass auf, handelt das Ding runter auf 15 Euro. Werde da wahrscheinlich nicht mit durchkommen. Aber ich sag mal so, in der Preislage, 30 für Ehen, also 60 dann für Beete, vielleicht noch 5er oder so ein 10er runter, ist man gut bedient. Allerdings, wie gesagt, sollte die Ausführung sein. Das, was jetzt an unserem hier fehlt, das ist der Trageriemen. Ja, haben wir mal abgemacht, weil wir haben nämlich bloß ihn und der ist an dem anderen dran, ne? Den wir noch hinterher zusammen mit dem Amtsanschließer vorstellen werden. Ja, wie gesagt, sollte möglichst relativ gut aussehen. So, dazu gehört, dass hier oben das einmal das Beschriftungsfeld möglichst noch aufgenietet ist, nicht geplatzt, sonst irgendwas. Lass es ein bisschen dreckig sein, mein Gott, das ist der Zahn der Zeit. Und andere Seite, die Buchstabiertafel, hier mit Alpha, Ärger, Bertha. Jetzt ja nur nicht mehr, man will ja ein neues Buchstabieralphabet erfinden, weil man hat sonst nichts weiter zu tun. Wir bleiben dabei. Ihr lernt es, ihr lernt. Wie gesagt, die Dinger sollten noch aufgenietet sein. Dann das Gitter vom sogenannten Wecker oder von der Klingel sollte möglichst auch nicht eingedrückt sein oder sonst irgendwas. Die Schrauben sollten auch fest sein. Dann kommen wir zum Wichtigen. Hier diese Kurbel. Ja, wenn man so ein Teil erwirbt, soll man ruhig mal gucken. Das Ding praktisch so rausklappen. So, dann zieht man hier diesen Griff nach oben und klappt diesen nach vorne. Oh, ich hoffe, konnte man sehen. Nee? Also wie gesagt, diesen Griff hier, den einfach nach oben ziehen, nach vorne klappen. So, jetzt haben wir das Schmuckstück. Jetzt kicken wir mal rein, was da drinnen noch so ist. Wie gesagt, einfache Drehung. So, man muss da nicht groß Gewalt anwenden oder sonst jetzt andere. Und zacki, geht das Ding auf. So, fangen wir mal mit dem Deckel am besten an. In diesem Deckel befindet sich eine sogenannte Verbindungskabel mit zwei 6 mm Klinken. Ist jetzt erstmal nicht so interessant, wird dann interessant, wenn man die Feldvermittlungsanlage hat oder den Amtsanschließer. Dann braucht man das Ding. Das meine ich unbedingt, aber ihr hört mit dazu. Wichtig ist zu kicken, ob hier diese Teil, wo dieses Kabel umgewickelt ist, ob das fest ist. Meine, kriegt man mit Heißkleber wieder hin, ist schicki, aber ist ärgerlich, wenn einem das Ding entgegenfällt. Ja, dann haben wir hier, wie unschwer zu erkennen ist, die
sogenannte Sprechgarnitur. Man kann Telefonhörer dazu sagen, wie man will. Hier sollte man darauf achten, dass die Taste hörbar klickt. Ja, so. Darauf sollte man achten. Dann sollte man darauf achten, ich mache das mal hier so ein bisschen hoch, damit man das besser sehen kann. So, dass die Buchsen beweglich sind. Ja, die müssen also vom Prinzip her drehbar sein. Und damit man sieht, dass das die Winde auch in Ordnung ist, sollte man mal von der Seite gucken, ob die auch hoch und runter gehen. Dann hier diese Abdeckung, ja, sollten möglichst auch noch vorhanden sein und ja, möglichst nicht irgendwie defekt sein. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Knöpfchen hier. Das Knöpfchen hat auch eine Bedeutung. Und zwar, wenn man diesen Knopf drückt, macht man durch die Kurbelumdrehung einen sogenannten Selbsttest. Klingelt das Ding, scheint das erstmal so weit in Ordnung zu sein. Also, kleiner Tipp, man muss da keine Riesenanlage aufbauen oder irgendwas. Funktioniert auch nur mit eben. Ja, was auch hilfreich ist, wenn man soweit zufrieden ist, ja, hier die roten Markierungen sind ohne drauf, deuten darauf hin, dass das Gerät vom Prinzip her nicht irgendwie geöffnet wurde oder da drin rumgeschraubt wurde oder wie es der Kuh war, dann sollte man als letztes einfach mal das hier lösen. So, ja, zwei Verschraubungen. Der Witz an der ganzen Sache ist, sieht aus, praktisch wie eine Schraube, ist aber eigentlich keine Schraube. Der Witz an der ganzen Sache ist, wenn man die Dinger aufschraubt, mal hier so, upsdi, upsdi, so, und zieht diesen Deckel ab, ja, diesen Deckel, da sieht man, hier ist kein Gewinde. Der Witz an der ganzen Sache ist, dreht man das Ding hier fest, drückt sich vom Prinzip her dieser Gummi nach außen. So, nun im Laufe der Jahre, ja, NVA hat ja aufgehört zu existieren, 1990, und danach hat die Dinger wahrscheinlich keiner mehr gewartet, sind diese Gummi natürlich fest. Jetzt sollte man nicht wie so ein Derwisch hier dran ziehen, an diesen Ösen, weil die biegen sich relativ leicht auseinander. Kriegt mal wieder zusammen, ja. Klingelstücke auseinander mit der Zange, zacki, wieder zusammen, ist die Sache schicki. Ne? So, sollte man auf jeden Fall mal öffnen, und zwar aus folgendem Grunde. Hier in diesem Dings, ups, die Pups, die befindet sich entweder ja nichts, was nicht so gut ist, aber das sieht man, dann ist nämlich dieser Deckel ist dann tiefer drin, ja, weil unten ja irgendwas fehlt, nämlich das Gegenstück. Ist so ein Akku drin, ne? Ja, muss ich gleich sagen, macht euch da keine großen Hoffnungen, dass er das Ding wieder hinkriegt. Ja, ihr könnt zufrieden sein, der hier, der ist zum Beispiel schon geplatzt, ja, ist zum Glück nichts ausgelaufen, ja, aber trotzdem, den kriegt man nicht hin. Ja, das sind 6 Volt, 1 Ampere, ja, soll das sein. Idealerweise, so, wo ist es? Wenn man so ein Ding da drin findet. So, das ist für 5 Batterien, also da muss ich mich ein bisschen korrigieren, ich hatte irgendwo in einem Video mal gesagt, 4 Batterien. Das ist für 5 Batterien, 1,5 Volt, das ist die Zellengröße R6. Ja, passen hier rein. Muss man natürlich ein bisschen sauer machen, weil meistens sind die Kontakte unten oxidiert und so weiter und so fort. Das ganze Ding kann man aufschrauben hier mit 2 Schräubchen. Ich lasse das jetzt mal zu. Einfach die Batterien drin, ist alles idiotensicher bezeichnet. So, und wenn man so was hat, das ist natürlich ideal. Ne? So, schwuppdiwupp, da wieder drin. Ja, ach so, kann ich ja gleich mal zeigen unten. Ja, und zwar die sogenannte Batterieplatte. Selbst für Sehblinde oder Sehgeschädigte eindeutig markiert mit Minus und Plus. Die hier hinten halten vom Prinzip her nur diese Teil. Das Ganze geht dann vom Prinzip her, wird nach unten gedrückt, ja, und dann kommt oben praktisch Deckel drauf, Batterie bzw. Akku ist dann abgedeckt.
Ja, ein Wichtiges haben wir noch vergessen. Und zwar diese Gummiabdeckung einmal hier, die hier einmal ringsherum um das Gerät Oberkante verläuft, also vom Unterteil. Und hier im Deckel befindet sich eine Gummilippe, würde ich das jetzt einfach mal sagen. Die hat eine besondere Bedeutung. Deswegen sollte die auch möglichst nicht eingerissen sein oder porös oder sonst irgendwas anderes. Der Feldfernsprecher an sich selber wurde ja, wie der Name schon sagt, auf dem Gefechtsacker betrieben. So, dann hat man, wenn die Verbindung hergestellt wurde, dieses Kabel hier so praktisch durchgezogen, Deckel zu, nee, und nicht Affe tot, sondern dann einfach das Ding verschlossen und der Handhörer hier aufgelegt. Mhm. Handhörer auflegen ist wichtig. Nicht in der heutigen Zeit, aber nimmt man das Ding hoch, ist vom Prinzip her die Sprechtaste, ja, freigegeben. So, das heißt also, ein anderer, der sich damit einklingt, kann wunderschön mithören. Auf einigen älteren Ausführungen stand sogar noch hier, pst, Feind hört mit, Hörer auflegen. Ja, kenne ich aber nicht mehr aus meiner Zeit. Ja, wie gesagt, soll man darauf achten, dass auch die Gummilippen so halbwegs vernünftig sind. Erstmal sieht schick aus, ne? Ja, nun kommt natürlich immer wieder die Frage, auch in verschiedenen Videos, ist das jetzt unbedingt erforderlich, dass ich hier einen Akku oder diese 5R6 Batterien in diesem Gerät habe? Nee. Laut technischer Beschreibung und laut Schaltplan dienen diese 6 Volt eigentlich nur der Spannungsversorgung des hier eingebauten Mikrofonverstärkers. Mhm. Haben also insofern mit der eigentlichen Übertragung von mündlichen Nachrichten nichts zu tun. Ja, wenn wir uns mal ankicken, wir lassen die nämlich mal draußen, aus dem einfachen Grund, ich habe zurzeit keine R6 Batterien, ich habe es noch nicht geschafft, habe noch jede Menge anderen Mist um die Ohren, ja, aber das war's. So, im nächsten Schritt kommen wir dann dazu, wie werden zwei Feldfernsprecher, dazu nehmen wir den zweiten, der leider etwas defekt ist. Mhm. Ja. Wir hatten ja gelernt, wie man das prüft. Nee. Wir haben hier diese Prüftaste, drücken die Kurbel. Der Kurbelinduktor scheint in Ordnung zu sein, er geht etwas schwer, aber es klingelt nicht. So. Zuerst haben wir gedacht, ja, da wird wahrscheinlich dann hier drinnen dieser Wecker defekt sein. Aber es gibt noch zwei andere Ursachen oder könnte noch zwei andere Ursachen haben. Da ist irgendein Widerstand drinnen, müsste ich jetzt lügen, 50 Kilo Ohm oder irgend so was, dass der entweder lose ist oder Feuchtigkeit gezogen hat. Müssen wir kicken, nehmen wir irgendwann mal auseinander. Für unsere Demonstration reicht der erstmal vollkommen aus. Und wir werden dann hier diese beiden einfach mal miteinander verbinden. Tja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen Literatur besorgt. Ja, teilweise aus dem Internet, teilweise über gute Bekannte, die uns das freundlicherweise überlassen haben. So haben wir hier unter anderem die Anleitung A040-1-502. Das ist eine Instandsetzungsanleitung für den Feldfernsprecher 63 und 63M sowie für das Feldvermittlungsgerät OB6210, was wir leider nicht im Bestand haben. Hm, ja, ist nicht mehr so leicht, solche Technik zu bekommen, aber wir sind bemüht und bleiben dort am Ball. Tja, als nächstes haben wir uns besorgt, und zwar die technische Dokumentation über den Feldfernsprecher FF63M. So, das ist im Hintergrund. Das ist eine Junghans-Uhr, aber der Klang ist
herrlich, bleibt hier. Ja, wie gesagt, die technische Dokumentation sind mehrere Seiten. Ja, ist drin vom Prinzip her beschrieben. Anwendungen, Feldfernsprecher und so weiter und so fort. Und als letztes haben wir uns besorgt auch noch die technische Dokumentation zum Feldfernsprecher FF63S. Ja, S wie Siegfried, also man sieht schon hier die farbliche Unterscheidung. Blau ist für den Typ M und die etwas gelbliche ist eben für die Ausführung S. So, nachdem wir endlich im Besitz von zwei Feldfernsprechern sind, die wir natürlich auf dem Trödelmarkt da standen haben, ist jetzt natürlich die Frage, wie werden diese miteinander verbunden? Das ist sowas von einfach. Glaubt man kaum. Wir haben hier oben zwei Anschlussbuchsen, bezeichnet mit A und mit B. Genau wie wer sich unser Video angesehen hat über Telefonapparate, der kann mit diesen Begriffen was anfangen. Die es noch nicht gesehen haben, ganz kurz zur Erklärung. A und B sind die sogenannten Leitungsadern. Wie gesagt, die kommen hier oben. Ich halte mal so ein bisschen hoch. Sieht man das? Nee, da. In diese Buchsen kommen die vom Prinzip her rein. Ja, was benötigen wir? Also, man kann Kabel mit sogenannte Bananenstecker nehmen. Ja, das sind sogenannte Bananenstecker oder Apparatestecker, je nachdem, wie man die bezeichnen will. Auf jeden Fall, das sind sogar noch original RFT-Stecker. Ja, diese kommen dann praktisch hier oben in die Buchsen. Und zwar eine Ader für A und eine Ader für B. So, das gleiche beim anderen Apparat. Ja, wir verbinden praktisch B mit B und A mit A. So, nun ist es natürlich immer so eine Sache, Bananenstecker zu bekommen. Ja, ich meine, wir haben hier noch so ein Exemplar einer Messschnur zu liegen. Ja, ist auch noch DDR. Passt. Oh, gut. Nur ist es natürlich nicht jedermanns Sache mit Bananenstecker. Wir behelfen uns dann einfach mit so einem zweiadriert Kabel. Wir haben das mal hier, damit die Litze, die ist ja vom Prinzip her so verdrillt, aber geht dann doch ab und zu auseinander, haben wir das mal ja mit neuerer Elektrotechnik, ich weiß nicht, wie das heißt, gekrimmt oder und so was. Auf jeden Fall so, dass die Adern zusammenbleiben. Ist auch eine Hilfe, weil wir stecken die Ader natürlich nicht hier oben in die Buchse. Ne, brauchen wir nicht. Wir haben hier unten unterhalb von der Buchse sind zwei Einführungen. Ja, dazu schrauben wir einfach die Buchse bis nach oben auf. Isolieren von dem Draht ungefähr 2 cm ab und stecken diese einfach dann hier unten rein bis zum Anschlag und drehen dann oben die Buchse wieder fest und drinnen ist das Kabel. Das gleiche machen wir oben mit der A-Ader. Ja, genau das gleiche und das andere dann auch bei dem zweiten Apparat. So, wir haben jetzt beide Apparate miteinander verbunden über diese wunderschöne zweifarbige Kabel, was übrigens auch mal bei der Deutschen Post verwendet wurde. Ja, leider geht ja hier bei dem die Klingel nicht. Da sind wir noch dran zu eruieren, wo dran das liegt. Schaffen wir nicht heute, schaffen wir nicht morgen. Müssen wir mal kicken. Jetzt ist ja auch das schöne Wetter und die Oldtimer-Veranstaltungen fangen wieder an. Wir waren letztes Wochenende in Rüdersdorf gewesen. Ja, zu einer Oldtimer-Veranstaltung, wo wir eingeladen waren. Und da bleibt natürlich wenig Zeit, zumal auch noch andere Sachen gemacht werden müssen.
Gut, aber wir haben jetzt beide miteinander verbunden und werden jetzt mal von Apparat A zu Apparat B rufen. Dazu wird hier diese Kurbel bedient mit mindestens 3 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Warum 3 Umdrehungen? Hier muss über eine Induktion ein sogenannter Rufstrom aufgebaut werden. Ja, man sieht auch, wir haben hier keinen Akku drin, hier keinen Akku oder Batterien drin. Es funktioniert, man kann miteinander telefonieren. Ja, oder fernsprechen, besser gesagt. Deswegen heißt er ja Fernsprecher. So, Feldfernsprecher, genau, weil kann man eigentlich nur im Feld verwenden. Nee, das ist jetzt Quatsch. Kann man natürlich überall verwenden. Gut, das wäre jetzt, sag ich mal so, die Standardverbindung. So, ja, normalerweise die Armeen verwenden natürlich da nicht so ein getüdeltes Kabel. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Ja, ist nicht ganz leicht. Das ist sogenanntes LFL. Was ist LFL? Leichtes Feldkabel. Zeichnet sich durch eine gewisse Robustheit aus, weil in dem einzelnen Kabel ist nochmal eine Stahlseele, ja, welche vom Prinzip her das Kabel vor mechanischen Einflüssen etwas schützen kann. Also wenn da ein Fahrzeug drüber fährt, dann ist es nicht gleich durch, so wie diese dünne Kabel hier. Ja, aber man kann das eben auch verwenden. Auf das LFL gehen wir jetzt hier erstmal nicht weiter ein, weil wir wollen uns ja hier mit den Feldfernsprechern beschäftigen. Gut, die Verbindung haben wir. Es gab übrigens noch eine andere Möglichkeit der Verbindung. Und zwar, wenn man jetzt nur ein Kabel hatte, ja, konnte man anstelle des zweiten Kabels über eine sogenannte Erde, ja, also ist nichts weiter wie ca. 50 cm Pfahl in die Erde gesteckt, bei beiden Apparaten von der freien Anschlussdose ein Kabel an diesen Pfahl gezogen, natürlich aus Metall. So, vom zweiten ebenfalls genau das gleiche. Und dann fungierte praktisch die Erde wie eine zweite Ader. Ja, nun ist natürlich die Frage, warum steckt man denn die andere nicht auch noch in die Erde? Nee, würde, ich sag's mal ganz einfach, einen Kurzschluss hier. Geht natürlich nicht, kein Kurzschluss, aber man kann sich das so ungefähr bildlich vorstellen. Also wie gesagt, eine Ader muss sein, die zweite kann sein, wenn man eben dort sich mit der Erde behilft. Ja, als wir das Video gedreht haben hier zu unseren Telefonen, die wir hier im Bestand haben, haben wir auch ganz kurz mal den FF63 mit angesprochen, der sich innerhalb von unserer Telefonanlage befindet. Ja, wir haben jetzt hier oben den sogenannten Amtsanschließer AS60. AS60 deswegen, weil dieser wurde im Jahr 1960 praktisch eingeführt. Hätten wir auch gleich geklärt, warum hier oben auf dem Deckel vom FF63 diese Metallpupse sind. Da wird das Ding vom Prinzip her nur eingerastet. So, jetzt haben wir auch gleich geklärt, was das mit dieser komischen Schnur, die oben im Deckel ist, ja, mit diesen 6 mm Klinkensteckern, das auf sich hat. Hier ist eine Buchse. In diese Buchse, Farbe ist egal, ob der schwarze oder der rote Stecker reinkommt, kommt praktisch diese Kabel drin. Ups. So, und wir haben hier unterhalb der des Buchsenanschlusses, ich halte das mal so ein bisschen hoch, so, haben wir nochmal 2 Buchsen, wo das Gegenstück von diesem Kabel praktisch reinkommt. Ja, ich glaube, man hört schon, weil der Hörer runtergefallen ist, haben wir schon ein sogenanntes Freizeichen. So, wo ist der Hörer? Da ist er. Ja, hier hört man. Das ist ein sogenanntes Freizeichen. So, das ist natürlich weg, wenn man das hier oben auf den sogenannten Gabelhörer raufpackt. Gut, was brauchen wir noch? Ja, erstmal brauchen wir natürlich eine Telefonvermittlung. Ihr habt das
schon für schmales Geld. Ja, ob man jetzt von RFT, von Siemens oder sonst irgendwas nimmt, ist erstmal egal. Es gibt verschiedene 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 5, 1 zu 6. Wir haben eine 1 zu 6 Anlage hier, die wir ja in dem Video mit dem Telefon vorgestellt haben. Von dieser Vermittlungsstelle oder von diesem Vermittlung Nebenstelle haben wir einfach zwei Kabel hier an die Rückwand vom AS60 gezogen. Hier muss man wiederum darauf achten, dass wirklich die Ader A auf Buchse A und Ader B auf Buchse B geht. Hier neben haben wir noch für Erweiterung zwei Anschlüsse bezeichnet mit LA1 und LB1. So, das soll uns nicht weiter interessieren. Übrigens, hier ist noch der Riemen, nee, der bei den beiden anderen fehlt. So, wie gesagt, Telefon funktioniert soweit, ja, wie beim normalen Telefonapparat, Hörer abnehmen, Freizeichen hören, ja, eine Ziffer wählen. Also es gibt auch Nebenstellenanlagen, da kann man 3, 4 Ziffern wählen, geht bei uns nicht. Hier kann man innerhalb der Nebenstelle nur mit einer Ziffer wählen, ja, wir haben auch noch andere Apparate hier, ja, nehmen wir mal die 1. Das ist jetzt da hinten, sieht man ein bisschen schlecht, der Apparat, aber funktioniert. Gut, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. FF63, ja, der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Ich muss, wie gesagt, immer wieder betonen, das ist keine Erfindung der DDR oder sonst irgendwas. Ja, nee, gab schon früher und gibt es auch noch teilweise heute. Ja, gut, ich hoffe, mit unseren kleinen Tipps, insbesondere auch zum Kauf und so weiter und so fort und zum Betrieb, haben wir euch ein bisschen geholfen. Würden uns freuen über ein Däumchen hoch. Ja, ihr müsst uns ja nicht gleich abonnieren oder irgendwas. Ja, wie gesagt, das Däumchen symbolisiert für uns, dass Interesse besteht, dass man unser Video gekickt hat und wir wissen, dann für die nächsten Filme Bescheid und machen uns dazu noch Ideen. Gut, ansonsten bleibt alle gesund und munter, vor allen Dingen schön negativ in der heutigen Zeit. Und wir freuen uns schon aufs nächste Video und auf eure Fragen in den Kommentaren, die wir versuchen zeitnah zu beantworten.